Hallo und willkommen für den nächsten Talk Freifunk, Supernode und Firmware-Build-Server aufsetzen und Provider werden. Also ich nehme an, das heißt, wie kann man selber Freifunk-Provider werden? Es wird vorgestellt von Matthias Schmidt vom Freifunk Düren. Bitte einmal Applaus. Ja, vielen Dank. Erstmal zu meiner Biografie. Ich bin seit 30 Jahren so mit Computern, dass ich irgendwie Sachen mache. Und ich bin Freund von Infrastruktur, eigene Infrastruktur dezentral betreiben. Ich bin jetzt seit etwas über 5 Jahren bei Freifunk Rheinland, Freifunk Aachen und Freifunk Düren dabei. Und hatte eigentlich schon lange den Wunsch gehabt, irgendwie die Infrastruktur auch nach Möglichkeit selber betreiben zu können. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, wo man da anfangen soll, weil wahrscheinlich so viele Menschen, die Freifunk machen, so viele Möglichkeiten gibt es, das dann auch umzusetzen, technisch wie auch noch andere Sachen, die dazugehören. Das ist halt auch so eine Sache, große Communities, die haben zum Beispiel, wenn eine Firmware gebaut wird oder Sachen, die können mit vielen Routern ausprobieren, aber große Communities haben auch den Nachteil, dass es wahrscheinlich ist, dass wenige Leute sich um die eigentlichen Kern der Infrastruktur kümmern und dann so Sachen sind, dass irgendwie eine Handvoll Leute über ein paar tausend Router dafür sorgen müssen, dass sie laufen, und das ist dann halt anfällig. Also es ist immer die Frage, große Community versus kleine Community. Ich fange jetzt einfach mal ganz woanders an, und zwar den eigentlichen Akt, Provider zu werden. Also bei mir war das so gewesen, ich bin da technisch interessiert, wie es möglich ist, dann auch diese Andockpunkte an anderen Stellen umzusetzen. Ich habe das Privileg, zu Hause einen Internetanschluss zu haben, wo ich mehrere feste IP-Adressen auch nutzen kann. Und von daher habe ich schon seit vielen Jahren eigene Webservices laufen. Was bei der Bundesnetzagentur, das ist ja mal so ein großes Thema, weil mit bestimmten Institutionen, wo Freifunk und Netzbetreiber zusammen, die wollen dann irgendwas Offizielles haben. Wir kennen das ja, die Diskussion, Haftungsfragen und so weiter. Und dass irgendwie dieses plumpe Provider-Sein da irgendwie dafür sorgt, dass es weniger Probleme vielleicht geben könnte. Also How-to-Provider-Deklaration bei der Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagentur vergibt da keine Genehmigung oder sowas. Das ist einfach ein mehrseitiges Formular, das kann ausgefüllt werden. Einzigste Einschränkung ist, als Privatperson ganz alleine wird es schwierig. Also es gibt dann vielleicht ein Konstrukt, dass man da irgendwie einen Verein gründet, aber auch als Einzelperson ist es dann möglich, wenn man so ein Konstrukt hat, Kleingewerbe oder Nebengewerbe anzumelden. Das hat dann den Vorteil, dass man dann also bei Netzanbietern diese Business-Verträge bekommt, wo schon per se im Kleingedruckten andere Sachen stehen als bei Privatanschlüssen. Ja, und bei der Bundesnetzagentur, da kann man also mit einem Kleingewerbe dann sagen, dann füllt man das Formular aus, da werden ein paar Sachen abgefragt, was es denn ist, ob man VPN, Mobilfunk, WLAN, die verschiedenen Kabelsorten, die es gibt, sind da nochmal explizit einzeln aufgelistet. Ja, das habe ich dann ausgefüllt und dahin geschickt. Dann ging das eigentlich sehr flott, die Bearbeitung. Und sie wollten dann halt ein Sicherheitskonzept haben. Ne? Sicherheitskonzept, da kriegen auch dann manche Leute so ähnlich wie bei einer Steuererklärung dann erstmal so ein bisschen Muffensausen, was da so alles rein müsste. Die Kunst bei solchen Sachen, wie bei auch anderes Beispiel, Förderanträge zu stellen, besteht darin, Sachen kurz zu fassen. Ich habe dann auch die Gelegenheit genutzt und habe dann neben kostenfreies offenes WLAN auch noch kostenfreien anonymen Zugang über Tor-Netzwerk mit reingemacht, dass ich also auch bei der Bundesnetzagentur sozusagen so ein offizielles Label habe, auch ein Tor-Exit-Node da noch dranhängen zu haben. Ja, das Sicherheitskonzept in diesem Fall ist 1,5 DIN A4 Seiten. Das ist jetzt auf der Folie ein bisschen eng, aber auf 1,5 DIN A4 Seiten reicht das aus, um der Bundesnetzagentur ein Sicherheitskonzept
darzulegen, wo die auch gut mit leben können. Im Wesentlichen wollen sie halt einen Datenschutzbeauftragten noch haben. Kann man sich selber eintragen. Was ich dann noch gemacht habe, um also ein Tor-Exit und Freifunk-Exit ganz offen zu betreiben, kann gewisse Schwierigkeiten machen. Ich habe eine Firewall dazwischen hängen mit einem IDS und da sind einige Ports blockiert. Da habe ich mich im Wesentlichen an die Blockliste orientiert, die der Chaos Computer Club auch mal den eigenen Tor-Exit-Nodes betreibt. Das habe ich dann aufgelistet. Da sind also diverse Sachen, dass abgeschlossene Räume und so Sachen. Also eigentlich relativ analoge Sachen eigentlich. Ja, ja, und halt so Sachen, dass halt dafür gesorgt wird, dass Software einigermaßen auf dem aktuellen Stand ist und so weiter. Und also ein Sicherheitskonzept relativ kurz. So und das, wenn man dann diese Deklaration gemacht hat, das ist dann auch relativ einfach, weil dann in Kombination mit Providern und Netzanbietern so eine wechselseitige Sache kommt, dann kann man hingehen, okay, ich habe einen Firmenanschluss und ich bin bei der Bundesnetzagentur gemeldet als datendurchleitende Firma und dann sagt Provider, okay, da ist jetzt auch irgendwie noch irgendwie offizielle Person mit offiziellen Status dahinter, dann legen die Provider auch keinen Stein im Weg, Exit-Node zu betreiben. Ja, die Geschichte ist dann immer noch, die meisten haben gerne ihre Server im Rechenzentrum stehen. Ich selber habe da mich für was anderes entschieden, dass ich das von zu Hause direkt rausleite, weil für mich das so dieses sehr extreme Denken mit diesen dezentralen Netzwerken und Services. Die meisten haben gerne Infrastruktur im Rechenzentrum stehen, weil die halt Angst davor haben, dass Hausdurchsuchungen gemacht werden, die Polizei kommt. Ich selber habe eine Vergangenheit, wo ich mit Gewalt von Staatswegen Bekanntmachungen machen durfte, sehe mich aber heute mit einem Privileg behaftet, das machen zu können. Ich habe keine Familie oder irgendwelche Mitwohnenden, die darunter zu leiden hätten. Daher dann auch der Ansatz, dass ich da sage, okay, ich leite direkt aus. Es hat auch noch eine andere Komponente. Ich habe bei mir in der Hausanlage und der Nachbarschaft, da sind mehrere Satelliten im Umfeld, Menschen leben, die auf kostenfreien und günstigen Internetzugang angewiesen sind. Und das hat dafür gesorgt, dass über die Jahre hinweg bei Freifunk Aachen ein Traffic von 1-2 Terabyte im Monat entsteht. Und da war dann sowieso die erste Überlegung, okay, kann man vielleicht bestimmte Webseiten direkt rausleiten? Ist technisch ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, weil ja auch so Eingriffe in Verbindungen ja nicht gemacht werden sollen. War dann halt naheliegend, okay, dann leite ich direkt den Traffic raus. So, ne? Das ist also dieses Persönliche, so man hat das irgendwie direkt bei sich da so stehen, auch als Testnetzwerk. Bei Freifunk Aachen ist die Situation ein riesengroßes Mesh-Netzwerk. Da können auch nicht mehr von jetzt auf gleich Veränderungen gemacht werden, wenn Versionssprünge in der Software passieren. Das ist dann doch interessant, wenn man dann so ein kleines Testnetzwerk da auch hat, um da auch Sachen zu probieren. Okay, ich habe jetzt nicht die Mittel, um alle Router zu testen, die es gibt, aber ich bin mit den Leuten in Freifunk Aachen in sehr engem Kontakt und zwar, dass man selber kleiner Anbieter ist, aber trotzdem ist man ja immer auf Menschen angewiesen. Okay, dann das eigentliche Technische dann. Heißt ja immer, dass man die Dokumentation lesen soll, ist ein bisschen schwierig. Also ich habe mir auch überlegt, also ich bin noch in der Findungsphase, ob ich die eigenen Ansätze auch noch verschriftlichen soll. Die Problematik, die ich sehe, ist, dass es mehrere Anleitungen gibt, wie Serverinfrastruktur aufgebaut werden kann. Da sind aber manche Anleitungen, wo vielleicht Leute gerade mal froh waren, das irgendwie selber hinbekommen zu haben. Nur die
Freifunk benutzt mehrere Komponenten, die unterschiedlich gut funktionieren und auch, wo die Communities auch unter einer unterschiedlichen Qualität an der Software arbeiten oder ob überhaupt noch weitergearbeitet wird. Also kann es dann sehr schnell passieren, dass man bei Teilkomponenten mit veralteten Dokumentationen zu tun hat. Also da wäre eigentlich dann auch der Wunsch, dass das schon irgendwie so zentraler gehalten werden, die Informationen, und auch, ich sag mal, das Internet von veralteten Anleitungen auch ein bisschen aufgeräumt wird, weil also Menschen, die ganz alleine versuchen, das umzusetzen, werden da schnell scheitern, dass Dinge da nicht so funktionieren, wie sie dokumentiert sind. Ich selber bin kein Programmierer, aber halt Systemadministrator und scheitere oft an so Sachen, dass dann in Anleitungen stehen, dass zum Beispiel dann werden so verschiedene, in der Konfiguration verschiedene IP-Adressen verwendet oder Adressblöcke, und wenn dann irgendwie in der Anleitung irgendwie hinten ein X steht und bei jedem Eintrag bei der letzten Zahl dann ein X steht, dann weiß ich jetzt, da habe ich dann Probleme zu sehen, was da eigentlich gemeint ist. Mir hat dann der Malte aus Aachen den Rat gegeben, wenn es darum geht, einen Supernode aufzubauen, dass man mit der Firmware anfangen soll. So, ich muss jetzt mal gerade umschalten, weil ich jetzt... Okay. Also, erstmal vorab, also um Freifunk anbieten zu können, braucht es zwei Server oder zwei virtuelle Maschinen. Die eine Maschine ist dann dafür da, um die Firmware zu bauen und vielleicht mit einem Webserver auch so anzubinden, dass die Router sich die Updates holen können. Das ist bei Freifunk Nord sehr schön dokumentiert. Ich habe dann mit der Konfiguration von Freifunk Aachen angefangen und erstmal dafür gesorgt, dass der eigene Build-Server in der Lage ist, die Firmware zu bauen und dass das dann halt funktioniert. Das ist also gut dokumentiert. Das ist auch so, wie ich, als ich das durchgearbeitet habe, ist diese Dokumentation auch funktionstüchtig. Natürlich ist Gluon auch gut dokumentiert. Wie ich eben schon sagte, es gibt wahrscheinlich so viele Menschen, die Freifunk anbieten, gibt es mindestens genauso viele Lösungen, wie das umgesetzt werden wird. Deswegen habe ich das ein bisschen abgekürzt. Es gibt dann halt so Konfigurationsdateien, im Wesentlichen die Siteconf. Es gibt noch eine zweite Datei, die fast jede Freifunk-Community hat in Git, diese Konfigurationsdatei. Und da war es dann halt interessant einzusteigen, um dann zu verstehen, welche Veränderungen ich machen muss, damit Freifunk dann auf der eigenen Infrastruktur läuft. Das sind dann verschiedene Sachen, die in dieser Datei eingetragen werden. Das sind dann, dass man irgendwie auch erstmal diese Landingpage bei der Konfiguration Namen vergeben werden können, wo Pakete abgeleitet. Wichtig ist so eine Sache, das hier, Domain Seed. Das ist eine zufällige Nummerierung. Die ist wichtig, damit meine Router nicht anfangen, irgendwie in einem anderen Mesh-Netzwerk Verbindungen aufzubauen. Deswegen werden da solche Keys reingemacht. Das war für mich halt auch so ein, was halt wichtig ist, damit es da nicht zu Kollisionen mit anderen Communities kommt. Wer den Luxus hat und ein IPv6-Präfix hat, kann das nutzen. Da habe ich momentan bei meiner Installation Probleme, weil ich von meinem Provider kein echtes IPv6 hat und mir IPv6 über einen Hurricane Electric Tunnel reinhole. Da gibt es aber eher Probleme, die an meiner Firewall und an meiner PF-Sense, wo es gerade Probleme gibt, dass mein Supernode gerade nicht in der Lage ist, IPv6 zu machen.
Das ist aber dann so eine Feinheit, wo man dann wieder an anderer Stelle weiter muss. Daher auch diese Problematik, wenn man mit verschiedenen Komponenten zu tun hat. Ja, es gibt dann so verschiedene Sachen, das Zeitserver, welche Kanäle benutzt werden. Die SSID ist in der Firmware verbaut, also ist dann auch, dass das gar nicht zentral irgendwie in Supernode entscheidet, welche SSID verwendet wird. Es wird über die Firmware eingetragen. Da gibt es dann verschiedene weitere Parameter. Was auch noch interessant ist, das war mir anfangs auch noch nicht so klar gewesen, dass jeder Freifunkrouter erstmal eine eigene IP-Adresse hat, wo Leute in der Lage sind, lokal auf den direkt mit dem direkt verbundenen Router sich verbinden können. Da waren dann auch viele Sachen, dass ich dann in den Anleitungen Probleme hatte zu sehen, was da welche IP-Adresse sein muss sollte. Ja, auf jeden Fall, da habe ich mich dann durch. Was natürlich bei Freifunk Aachen dann sehr speziell ist, das musste dann wieder verkürzt werden auf eine Anleitung oder auf eine Konfigurationsdatei von anderen Communities. Freifunk Aachen benutzt mehrere, hat ja die Segmentierung, wo die Verteilung auf mehrere Maschinen gemacht wird. Das ist dann halt schon etwas komplexer. Allerdings hat die Segmentierung halt den Nachteil, dass halt Router eine Weile brauchen, bis sie im richtigen Segment angenommen sind und das etwas dauert, bis sie dann online sind. Aber dafür ist dann halt der Vorteil, dass man damit halt riesengroße Netzwerke machen könnte. Ja, die eigentliche Dokumentation für den Supernode ist schon dokumentiert. Das ist dann sehr umfangreich, also wie man auch jetzt hier in der Liste sehen kann, da sind Komponenten, die für zum Beispiel, dass die Router auf der Karte angezeigt werden, so Sachen. Es wird für den Grundbetrieb sicherlich nicht alles gebraucht, nur um es schön zu machen, würde man das alles machen. Nur dann auch so Sachen, das ist jetzt schon ein bisschen schon ein Auslaufmodell, weil FastD soll durch WireGuard ersetzt werden und Batman durch Bubble. Da ist also auch schon, also ich habe erstmal versucht, den Status Quo nachzubauen, aber sicherlich kommen da ja schon demnächst schon wieder Neuerungen rein. Also man ist immer irgendwie dabei mit Veränderungen, die einhergehen. Also um das alleine hinzubekommen, halte ich für schwierig. Ich kann Leute nur ermutigen, sich einer Community anzuschließen und da die Leute zu fragen, die vor allem die Technik auch mitmachen. Meiner Erfahrung nach sehr wenige Leute. Die haben meistens auch wenig Zeit. Es kann schon mal eine ganze Weile dauern, bis die Leute greifbar sind und das dann mal so durchgeackert werden kann. Also vor allen Dingen die Motivation, sich Leute zu suchen und da was zu machen. Vor allen Dingen gibt es auch noch so eine andere Sache halt irgendwie, dass mal die Leute selber ihre eigenen Privilegien checken. Was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn Exit-Not betrieben wird? Für manche Leute ist das vielleicht sehr unangenehm. Nur es geht ja auch darum, welche Leute eben nicht das Privileg haben. Und viele Communities haben im Prinzip diese Provider-Status-Sache dem Freifunk Rheinland überlassen, wo über 50 Communities durchleiten, um dann halt da schon außen vor zu sein. Das Konstrukt funktioniert soweit auch, aber es wäre schon wünschenswert, wenn eine Menge Leute mal wirklich hinterfragen, so was kann im schlimmsten Fall passieren und vor allen Dingen, welchen Mitmenschen kann da auch ein Nutzen gegeben werden. Und da vor allen Dingen ein Appell, dass deutlich mehr Leute auch wieder eigene Infrastruktur betreiben oder zumindest das Know-how frisch halten, Infrastruktur zu betreiben. Also
ich finde das sehr erschreckend, wie wenig Leute bei Freifunk die eigentlichen, ich sag mal, Kernkomponenten betreiben. Und ja, und natürlich bei so vielen Softwarekomponenten vielleicht auch, dass da auch mal vielleicht in irgendeiner Weise noch eine Vereinfachung reinkommt, dass das einfacher auch von Leuten nachgebaut werden kann. Weil so auf den ersten Blick kann das für viele Leute schon erschreckend sein, sich da durchzuarbeiten. Es geht gar nicht mal so kompliziert, es ist eher so eine komplexe Sache. Ja, und halt auch, dass ja auch einige Komponenten ja auch teilweise noch sehr, sehr schwierig laufen. Also dann stehen irgendwie vom Grundsystem Updates an und dann ist auf einmal, dass der Supernode dann irgendwie neu gestartet werden muss, weil sich Sachen aufhängen und da ist dann halt auch ein bisschen die Qualität dann auch so ein Thema. Also es gibt, ich kenne halt auch eine Menge nutzende Leute, die von Freifunk wieder Abstand genommen haben, weil es dann doch nicht so gut funktioniert. Dass ich jetzt bei mir zu Hause einen Supernode stehen habe, das war für mich die Herausforderung, zur Not auf Freifunk selber aufbauen zu können. Wenn ich natürlich direkt rausleite, brauche ich mir gar nicht so eine komplizierte Sache anzunehmen. Ich fand es halt schön, mit das halt Router meshen können. Wer natürlich in der Lage ist, direkt rauszuleiten, braucht dann auch nicht da einen Supernode noch dazwischen haben. Gibt es da sicherlich einfache Möglichkeiten. Aber gut, ich denke mal, Provider werden ist eine lösbare Aufgabe. Wäre cool, wenn da mehr Leute mitmachen. So, ich glaube, jetzt habe ich noch jede Menge Zeit. Fragen, vielleicht haben ja Leute Fragen. Ja, wer hat eine Frage? Bitte die Hand heben, ich bringe das Mikrofon rum. Ja, hi, danke für den Vortrag. Und zwar, wenn du zum Beispiel wie jetzt gar nicht zu Hause bist, mal ganz simpel gefragt, kann man das so bedenkenlos alles laufen lassen? Oder also wie ist sozusagen der Administrierungsaufwand, wenn jetzt man jetzt zum Beispiel eine Woche weg ist einfach oder so? Läuft das dann so alles oder wie sieht es aus? Ja, also ich habe Remote-Zugriff zu Hause. Also ich gucke schon, wenn ich jetzt auch unterwegs bin, regelmäßig nach, was da passiert. Ansonsten ist es auch ein bisschen, manche sind da paranoid. Ich selber, ich gehöre mehr zu dieser Kategorie, auch einfach mal machen und gucken, dass es läuft. Aber ich habe Remote-Zugriff und klar, wenn da ich plane noch über einen zusätzlichen Kanal eine Möglichkeit zu machen, so eine Art Notaus noch dazwischen zu haben, dass ich dann den Router, wo alles dranhängt, dann auch noch über einen, wenn ein Remote-Zugriff nicht mehr möglich sein sollte, auch noch über einen anderen Kanal noch abschaltbar wird. Weitere Fragen? Wir haben wirklich noch viel Zeit. Falls es noch Fragen gibt, überlegt sie vielleicht einfach noch. Ah, da ist schon jemand. Gibt es den Ablaufplan, was du als Sicherheitskonzept entwickelt hast, irgendwo zum Download oder ist das öffentlich? Oder? Ich habe tatsächlich auf meinem Technikblog kilobyte.de mit Bindestrich ist das auch einer der aktuellen Beiträge, wo ich das Sicherheitskonzept nochmal in schön habe. Ja, also ich fand es halt erstaunlich, dass das mit dieser kurzen Fassung funktioniert hat, aber aus einem ganz anderen Bereich weiß ich auch, wenn es darum geht, Fördergelder zum Beispiel zu beantragen, da gibt es dann auch Leute, die meinen, dann irgendwie so 50 Seiten einreichen zu müssen. Das lesen sich Entscheidungsleute ungerne durch. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine kurze, knappe Fassung wesentlich effektiver ist. Natürlich kann da nicht dann einfach irgendwas geschrieben werden, also die Kunst halt kurz und knapp die wesentlichen Sachen zusammenzufügen und dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut so. Ne? Und ja, vielen Dank für deine
Worte hier für die Erläuterung. Siehst du eigentlich einen großen Unterschied zwischen dem Dasein als Provider und einem Café, das ein offenes Weihes Land betreibt, von den Bedrohungen her, die dort bestehen? Also ich sage jetzt mal, durch die Weihes Land-Gesetzgebung ist es ja so, dass man nur in Anführungsstriche dafür sorgen muss, dass etwas nicht wieder passiert, falls etwas passiert. Gibt es dort andere Regulierungen für einen Provider? Hast du gar keine Probleme bis jetzt gehabt damit? Also ich habe jetzt meine Infrastruktur jetzt ungefähr etwas über ein halbes Jahr laufen und es gab eine Bußmeldung. Da hat sich aber herausgestellt, dass das einen Mail-Server betraf, der nicht auf dem Standardport lief. Und dann habe ich da natürlich geantwortet und gesagt, ja, schön, Standardport für Mail-Server ist blockiert, aber das, was da reinkommt, ist nicht auf dem Nicht-Standardport. Und da war auch relativ klar gewesen, dass das dann dass das nicht ein Problem von meiner Seite aus ist. Was noch hinzukommt, ist eine schöne Variante für kostenfreien Internetzugang zu schaffen, ist, dass keine Benutzerdaten gespeichert werden dürfen und damit dieser ganze Apparat von Datenschutzsachen wegfällt. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie kostenfrei das anbiete und dadurch auch auch nicht die Verpflichtung habe, irgendwas zu speichern, kann ich eine schlanke Infrastruktur fahren. Und also es wird merkbar aufwendiger als Provider, wenn man kostenpflichtig Sachen anbietet und mit Kundendaten und so zu tun hat. Ich sehe noch eine Frage. Danke nochmal. Also für Leute, die hier sind, weil sie mit dem Gedanken spielen, sowas aufzubauen. Dein wichtigster Vorschlag war quasi, naja, sucht euch jemanden, der das schon kann. Wenn man gerade niemanden bei der Hand hat, wo fängt man am besten an und was sind die Sachen, auf die man aufpassen muss? Also technisch gesehen war es halt tatsächlich für mich der Einstieg, mit der Firmware anzufangen. Und dieses bürokratische... Ich habe einfach irgendwann damit gestartet, das einfach gemacht. Also so einen Start zu machen, diese Formulare auszufüllen, also das ist wie mit nicht rauchende Personen werden. Der Moment, es zu machen, ist jetzt genau der richtige. Ne? Ich sehe noch eine Frage. Bitteschön. Du sagtest gerade, Provider-Dasein wird erheblich anstrengender, wenn man es kostenpflichtig macht. Ist das tatsächlich irgendwie, sobald Geld fließt, weil dann juristisch man in einer anderen Position ist oder sobald man User-Daten vorhält für den Login? Ja, wenn es kostenpflichtig ist, dann muss ich ja ein System haben, das auch einzutreiben. Und das ist ja das, wo ja in der Regel ja Leute dann Verträge haben. Ne? Ich weiß gar nicht, also so diese Kategorie, dass irgendwie in der Nachbarschaft Leute irgendwie so ein bisschen Bargeld irgendwie in den Briefkasten werfen, das würde ich jetzt mal als schwierig sehen. Also das können, da wird man schon eher sagen, dass das nicht so ein offizieller Kanal ist, wie das gemacht wird. Aber sobald solche, also allein schon, wenn das jetzt ein paar Leute in der Nachbarschaft sind, die ich noch kenne, geht das noch. Aber sobald ich die Leute nicht mehr persönlich kenne, muss ich ja die Daten speichern. Und dann fangen die ganzen Datenschutzsachen erst, gehen die dann erst richtig los. Ne? Und wenn dann noch so Sachen kommen, dass man irgendwie das Geld noch irgendwie per Bankeinzug oder solchen Sachen einziehen möchte, dann habe ich auch noch Bankdaten mit drin. Und dann, das ist dann halt der Grund, warum dann kommerzielle Anbieter dann auf einmal dann Preise haben, wo man dann irgendwie da schon eine Hürde machen muss, weil es Leute braucht, die einfach da unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Also es ist wirklich... wesentlich einfacher, einen kostenfreien Internetzugang zu gewähren. Das ist die einfachste Möglichkeit, wenn man diesen ganzen Part weglassen will. Und das ist dann auch eine Möglichkeit, das dann auch zur Not als Client-Provider alleine zu machen. Haben wir weitere Fragen? Da noch eine. Ja, ich habe die Frage, welchen Internetanschluss hast du denn? Wie ich an den Internetanschluss gekommen bin, das ist sogar noch ein bisschen eine andere Geschichte. Ich habe vor einigen Jahren Unity Media
überzeugen können, mit ehrenamtlichen Projekten und für Vereinsarbeit einen Business- bzw. Company-Vertrag zu bekommen. Also ich hatte schon vorher einen Geschäftsanschluss gehabt, obwohl ich da noch gar kein Gewerbe angemeldet hatte. Das kann schon mal funktionieren, wenn da die richtigen Personen angetroffen werden. Es hat dann durch das Gewerbe dann noch eine etwas offiziellere Komponente bekommen. Aber auf jeden Fall sind das Sachen, die Wechselwirkungen haben. Wenn ich der Bundesnetzagentur sage, ich trete als Firma auf, dann werde ich als Institution wahrgenommen. Wenn ich jetzt als Privatperson irgendwie Internet aufmache, was ja eigentlich auch geht, aber da ist ja immer irgendwie, Privatpersonen werden irgendwie anders behandelt, als wenn das irgendwie dann eine Institution darstellt. Und dementsprechend, sobald man dann irgendwie dieses offizielle Label hat, dann funktioniert das, dass man Business-Verträge bekommt, dass Daten durchgeleitet wird. Wenn es übrigens, um es noch schöner zu machen, das ist dann aber teilweise kostenpflichtig, aber es gibt auch einige Liers, die IP-Blöcke noch anbieten. Das ist dann noch, der Schritt, wo ich demnächst hin möchte, dass ich einen IPv6-Block noch bekomme. Und dann sind das so diese Labels, die halt, wenn andere Institutionen Freifunk haben möchten oder irgendwie ein geartetes freies WLAN, die wollen ja immer irgendwelche offiziellen Labels haben. Letzten Endes ist es eine herbeigeredete Sache eigentlich nur. Aber diese Labels, dann funktioniert das auf einmal. Dann sind andere Entscheidungsmenschen dann auf einmal gewillt, auch das zu nutzen. Also sehr interessant, wie Privatmenschen ganz anders verarbeitet werden in diesen Sachen, als sobald irgendwie ein Firmen- oder Vereinslabel drauf ist, funktioniert das. Die Anfragen, also das, was ich von Freifunk Aachen weiß, ist, und dass die eigentlichen Anfragen von Behörden überschaubar sind. Da wird auch ein Tor-Exit-Not, da wird auch viel Panik verbreitet. Also ja, da sind schon einige Sachen. Ich bin da etwas lockerer. Das liegt aber daran, dass ich auch mittlerweile auch in ein Alter komme, wo die meisten meiner Vorfahren schon tot waren. Und daher so diese Erkenntnis, ich habe persönlich keinen Schaden davon zu nehmen, kann aber anderen Menschen da ein riesen Nutzen sein. Wobei natürlich dann diese Tor-Geschichte nochmal eine andere Qualität hat als das Freifunk selber. Aber es sind für mich zwei Sachen, die ich sehr im Zusammenhang denke. Okay, damit kommen wir zu den zwei letzten Fragen von dieser Person. Ja, hallo. Zwei Fragen. Und zum einen, was kostet der Spaß im Monat? Oh, was kostet das? Upload ist relativ teuer. Zu Hause ist es wahrscheinlich teurer. Also eine Faustregel ist, desto mehr Bandbreite ich irgendwo im Rechenzentrum nehme, umso günstiger wird es. Also die günstigste Variante für 100 Gigabit in Frankfurt, die sind für 5.000 Euro zu haben. Da bin ich weit von entfernt. Aber ich habe auch nicht genug Leute in der Nachbarschaft wohnen, die 100 Gigabit auslasten würden. Ansonsten halt reguläre Rechenzentrenpreise. Da gibt es dann halt entweder nach Bandbreite oder nach Traffic. Da muss man dann sehr im Detail gucken. Also kleine VMs können schnell zu Ende sein, auch wenn da 100 Mbit oder 1 Gigabit Port dran steht. So wirst du sehr schnell feststellen, dass wenn du dann mal auf Dauerlast gehst, dass dann die VM nach kurzer Zeit dann auch nur noch ein paar Mbits rausgibt. Und das war dann für mich so eine Sache, okay, das, was dann eine langsame VM macht, das kriegst du zu Hause dann auch hin. Wobei wir reden hier von einer Nutzerzahl zwischen 15 und 50 Leute, die in meinem Netzwerk sind. Ne? Und was das kostet, okay, das sind natürlich so Sachen, die ich hier schwer beantworten kann. Also bei Business-Verträgen, da steht zwar im Internet, da steht ein Preis, aber das muss ja nicht immer zwingend der Preis sein, den man zahlt. Also ich profitiere von einer Rabattierung und das ist schon ordentlich. Und dann zum anderen wäre die Frage,
Wie oft kommt es vor, dass Strafverfolgungsbehörden bei dir anklopfen, von wegen hier, da gab es irgendwie Missbrauch, was auch immer, rückt mal die IP raus oder so? Also ich habe hab jetzt seit über ein halbes Jahr den Tor-Exit und das Freifunk laufen, habe von einer Sicherheitsbehörde noch gar keine Anfrage bekommen. Und das Einzige, was dann war, das kann man ja so, man kann ja im Internet die eigene Reputation der IP-Adresse nachverfolgen. Und da waren halt, okay, es gibt was halt immer, das waren halt diese Mail-Server, die auf nicht Standard-Ports liefen, wo ich aber wenig machen kann. Das hat sich dann auch im Kontakt mit einem Provider dann auch schnell erledigt. Und was halt viel ist, es gibt halt irgendwie eine Menge Versuche in WordPressen und so Sachen halt reinzukommen. Und halt und was halt auch noch viel ist, dass halt Brute Force-Attacken auf SSH-Ports gefahren werden. Aber das sind Sachen, die jetzt auch noch recht überschaubar sind. Natürlich bei höherer Bandbreite ist das dann auch mehr, aber ich würde das etwas lockerer sehen. Ich meine, also was auf jeden Fall Sinn macht, ist ein IDS dazwischen zu haben. Mit Snort lässt sich das sehr gut realisieren und hundertprozentigen Schutz will man ja auch gar nicht haben, aber das ist auf jeden Fall schon in einer Qualität, wo der Provider oder andere Netzanbieter und Behörden aber dann auch sagen, das ist im Rahmen von alltäglichen Netzaktivitäten, also dass man da nicht irgendwie groß, also wie gesagt, über ein halbes Jahr und habe da noch keine Anfragen gehabt. Und bei Freifunk Aachen und Rheinland weiß ich, dass das also im letzten Jahr sehr, sehr, sehr überschaubar war. Vor allen Dingen, das ist ja auch wieder so mehr Politik, die ja dann die ganzen Sicherheitssachen fordert. Nur die Polizei hat in der realen Welt genug Möglichkeiten, Leute dingfest zu machen. Die sind das, was die Politik immer meint, über Netz alles so rauszufinden, das braucht die Polizei meistens schon gar nicht. Also sind das, was dann da getauscht wird, muss dann irgendwie im echten Leben getauscht werden und das funktioniert. Also ich würde da wirklich, dass da Leute ihre Privilegien checken und einfach gucken, okay, auch mutig zu sein, sowas zu machen und sich, weil das ist ja die Politik, wenn jetzt die Polizei irgendwo punktuell reingeht, dann wollen die ja, dass andere Leute dann wieder Zweifel bekommen und das nicht so. Es geht ja nur darum, bei diesen Aktionen Zweifel zu machen. Die wollen ja gar nicht alle Tor-Exit-Not-Leute haben. Es geht einfach nur immer so Exempel zu statuieren und zack, und schon hat man vielleicht wieder drei Leute mit Zweifel gesät, die das dann wieder nicht umsetzen. Ne? Gibt es noch irgendwelche Fragen? Wir haben tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Wenn dem nicht der Fall ist, dann wünsche ich für eine warme Runde Applaus für Matthias. Ja, danke schön.